Ganz herzlich willkommen zur heutigen BIMUG Live Session. Diesmal ist es auch wieder eine dieser wenigen Ausnahmen, hoffe ich, wo ich selber eine Live Session halte, weil ja sonst versuche ich immer, die Themen mit anderen Experten zu belegen. Aber ich dachte jetzt im zweiten Modul im BIMUG haben wir ja das Thema Wildbienen und Blühflächen. Und die Mauerbienenaktion, die ich letztes Jahr das erste Mal in Chemnitz also komplett realisiert habe, finde ich ein ganz gutes Beispiel, was vielleicht einige von euch übernehmen können oder auch nur ähnlich nachmachen. Und deswegen gibt es heute das Thema Mauerbienenaktion, ein Wildbienenprojekt zum Lernen und Nachmachen. Die erste Frage ist, wozu braucht man vielleicht noch so eine Mauerbienenaktion, weil es ja überall Insektenhotels gibt und die stellt ja auch jeder auf und tut was für die Wildbienen. Das sind jetzt zwei Bilder aus Chemnitz. Das eine steht ja ganz in der Nähe in der Gartensparte, zeigt, wie so ein Wildbienenhotel aussehen könnte. Und das ist zum Beispiel das vom NABU im Botanischen Garten. Und wer jetzt in den letzten 3 Wochen mal intensiv die Themen zu Wildbienen betrachtet hat und sich auch zum Beispiel vom David die Videos angeschaut hat, was für Fehler typischerweise in heutigen Wildbienenhotels begangen werden oder Insektenhotels begangen werden, der wird ja etliche wiederfinden. Das heißt, das jetzt ist zum Beispiel Stirnholz, der ganze Bereich ist Stirnholz und der hier auch. Hier bei diesen Dingen ist es richtig gemacht. Das sind zum Beispiel ganz typische Fehler. Das heißt, eigentlich würde ich jetzt von jemandem wie im NABU, der verantwortlich ist für dieses Hotel und das aufbaut und dort auch sein Schulungszentrum hat, sowas wie hier in der rechten Seite nicht mehr erwarten. Das also für Mauerbienen und Wildbienen, die Gänge ins Stirnholz gebohrt sind und nicht quer dazu. Aber das kann man in den Videos direkt im BienenMOOC mit nachlesen. Das nächste ist, diese Insektenhotels ermöglichen natürlich, dass wir jetzt den Wildbienen zuschauen, wie die dahin fliegen und auch in die Löcher krabbeln und wieder rauskommen und die verdeckelt haben. Aber wir haben hier jetzt nicht die Möglichkeit zu sehen, was in diesen Gängen passiert. Und es hat auch noch ein paar andere Nachteile. Und deswegen war ich selber über die sogenannten Nistblöcke gestolpert und relativ viele Informationen von dem Herrn Kornmilch, der taucht nachher nochmal auf. Und da hatte ich mir überlegt, da ich in Chemnitz selber im Rahmen von Lebenswertes Chemnitz immer so Mitmachaktionen mache, wo ich versuche, möglichst viele Bürger der Stadt dazu zu bringen, was selber aktiv mitzugestalten, habe ich gedacht, ist so eine Mauerbienenaktion was ganz Interessantes, aufgrund vor allen Dingen der Ziele, die hier auf der rechten Seite stehen. Wir wissen ja, die Wildbienenpopulation geht zurück. Wir müssten was für die tun. Wie kriegen wir die Menschen interessiert für die Themen und vor allen Dingen auch Wissen und Bildung vermittelt? Auf eine möglichst niederschwellige, interessante Weise und vor allen Dingen fühlbare Weise. Nicht nur bei Schülern, sondern auch bei der Bevölkerung. Und jetzt ist es ja so, jetzt sind alle Mauerbienen und Wildbienen natürlich geschützte Tiere. Die stehen unter Naturschutz. Ich kann also nicht ohne weiteres damit rumspielen. Das gilt also auch für die rote Mauer, also rostrote Mauerbiene und die gehörnte Mauerbiene, die in dem Projekt jetzt mit vorkommt. Da die aber direkt auch für einen Obstbau gezüchtet wird und es Leute gibt, die auch vermarkten und handeln dürfen mit einer Sondergenehmigung, bietet die sich an, jetzt für so ein Lernprojekt für Wildbienen Verwendung zu finden, was mit anderen Wildbienen natürlich wegen Naturschutz sehr kritisch ist. Die Mauerbienen sind halt wie andere Wildbienen, die in Röhren nisten, sind halt die typischen Vertreter, die in so ein Insektenhotel reingehen. Es gibt natürlich noch die ganzen Erdnister und die Nister, die vor allen Dingen Steilwände und Lehmwände verwenden und ähnliches, die wir jetzt mit dieser Aktion nicht abdecken. Aber es ging auch nicht darum, jetzt in dieser Aktion zum Beispiel hier jetzt alle Themen, die mit Wildbienen zu tun haben, selber praktisch abzudecken, sondern das als Startpunkt zu nehmen, wo die Leute das Interesse geweckt bekommen, sich mit Wildbienen tiefer zu beschäftigen, weil sie ziemlich dicht dran sind an dem Thema und dann diese anderen Themen, wo sie in ihrem Garten, in ihrem Grundstück oder auch in der Stadt was gestalten können, selber erlernen und dann dort umsetzen. Gut, also es geht darum, dass die Leute sensibilisiert werden oder die Menschen für dieses Thema Wildbienen und was sie dafür selber tun können. Das nächste ist für Mauerbienen, das habt ihr sicher, wenn ihr am BienenMOOC wart, in den Themen auch gefunden, gilt, dass die sogar für Obstplantagen teilweise in größeren Mengen als Bestäuber, als Alternativen zur Honigbiene eingesetzt werden.
Dort standen auch etliche Gründe, die damit zu tun haben. Das ist erstmal Mauerbiene als typische Wildbiene, verhält sich so ähnlich wie eine Hummel. Die sammelt also immer in der Nähe von ihrem Nistplatz, auch von Blüte zu Blüte, während sich ja unsere Honigbienen auf die verschiedenen Trachten einfliegen und dann zum Beispiel, wenn neben der Obstplantage der Raps blüht, alle in den Raps fliegen und einen Apfel unbeachtet lassen und dort keine Bestäubung durchführen. Und dieses nistortnahe Sammeln, Bestäuben, das ist natürlich gut für gerade Kleingartensparten oder Leute, die ein Gartengrundstück und Ähnliches haben. Und deswegen ist natürlich erstmal zum Wildbienenschutz und auch zur Bestäubung vom eigenen Garten die Wildbienen auf der Basis von diesen Mauerbienen, Rostrote und Gehörnte Mauerbiene, eine interessante Alternative. Das nächste ist, was ein ganz wichtiger Punkt bei mir ist, da gibt es vielleicht ein Streitthema mit einigen von euch als Teilnehmern, aber ich bin kein großer Fan davon, wenn Leute sagen, sie stellen sich ein Honigbienenvolk in den Garten, wollen eigentlich keinen Honig ernten und die Honigbienen sind Selbstversorger, können sich selbst um sich kümmern und deswegen mache ich dort nicht viel damit. Das finde ich aus Imkersicht eine recht kritische Entwicklung, also auch die Völker, die da einzeln auf Balkonen stehen und Ähnlichem. Ich möchte lieber, dass Leute Imker werden, Honigbienen halten, die auch Honig ernten wollen und sich dann auch tatsächlich intensiv mit dem Hobby beschäftigen und dann auch 2 oder 3 Völker haben und das entsprechende Wissen und sich auch um die Krankheiten kümmern und so weiter und so fort. Und all die, die wirklich was für Insekten, für Wildbienen tun wollen und was für die Bestäubung, die Alternative zu zeigen, dass sie sich auch mit Wildbienen und gerade mit solchen Mauerbienennestblöcken ebenso beschäftigen können, dann tun sie was für die bedrohten Arten, also für die Wildbienen und für die Bestäubung und entscheiden sich vielleicht weniger dafür, so ein einzelnes Bienenvolk im Garten aufzustellen, was dann regelmäßig nach einer gewissen Zeit stirbt und wo sie dann Neues brauchen und was nicht gerade zur Freude von, ich sag mal, den mehr professionellen Imkern ist. Also bei den weiteren Punkten geht es mir auch darum, dass wir viele Menschen in Chemnitz versuchen wollen zu aktivieren zu diesem Thema. Das ist bei allen diesen Mitmachaktionen, die ich bei Lebenswertes Chemnitz versuche, so, dass ich sage, ich möchte das verteilt haben, dass Leute in der Stadt parallel selber was tun, mitmachen und sich mit diesem Thema beschäftigen. Und das nächste ist, dass ich solche Pilotprojekte auch mache, damit die möglichst andere, in dem Fall auch Imkervereine, Gemeinden oder Naturschutzinteressierte, also vielleicht auch einige von euch oder einige von euch, die sowas kennen, das in ihrer Region genauso nachmachen können, weil dann kann das wesentlich mehr Wirkung entfalten. Also konkret geht es jetzt eben in dieser Aktion um die rote Ross- oder rostrote Mauerbiene. Das wird wahlweise wechselnd verwendet. Das war Insekt des Jahres 2019 und der gehörnten Mauerbiene. Und es geht darum, diese Herstellung, Beschaffung dieser Nistblöcke, die Aufstellung und die Erstbesiedelung entsprechend zu organisieren. Bisher war das relativ trocken. Also man findet alle Informationen auch zum Projekt selber unter dem Link hier unter, Lebenswertes Chemnitz Mauerbienenaktion. Hier sieht man als erstes mal auf dem Bild, wie diese Blöcke aussehen. Ihr habt die sicher so oder so ähnlich schon im BienenMOOC in den anderen Informationen und empfohlenen Videos gesehen. Also es geht um diese Nistblöcke mit den entsprechenden Nistkanälen und Bohrungen, wo man die Brettchen entsprechend auseinandernehmen kann. Und bei dieser Mitmachaktion sind ja nicht bloß die Bürger betroffen, sondern man hat viele Gruppen, die man in der Stadt damit einbindet. Das Ziel war an sich, dass wir die ganzen Kleingartenvereine, die relativ viel sind, mit einbezogen bekommen, dass die an ihrem Vereinsheim oder Ähnlichem so einen Kasten anbringen, um damit die Informationen an relativ viele Mitglieder von einem Kleingartenverein mit weitergeben. Und das zeigen, sodass es viele in ihren Gärten nachmachen, dass man dort in die Fläche kommt. Es ging auch darum, die regionalen Umwelt- und Naturschutzaktiven, also Umweltzentrum und Ähnliche mit einzubinden, um das auch wirklich in diese Bildung in der Stadt mit zu etablieren. Und natürlich ja als Chemnitzer Imkerverein, dass wir dort den Teil unserer Wildbienen mit abdecken. Ich weiß nicht, wie das bei euch im Verein ist, aber wir haben auch noch dieses Thema Wildbienen und Wildbienenschutz mit integriert. Und da ist es jetzt ein Thema davon, dass wir also sagen, wir sind als Imker nicht nur für Honigbienen aktiv, sondern es gibt auch ein paar von uns, die auch Projekte für Wildbienen machen, denn die meisten von uns haben sowieso irgendwo Insektenhotels auch und kümmern sich auch mit um Wildbienen. Jedenfalls bei den meisten bei uns im Verein ist das so.
Dann gibt es in Chemnitz solche Stadtteilzentren, die halt, die können in ihrer Region kleine Projekte auch selbst organisieren und durchführen, ohne bei allen Sachen die Stadt fragen zu müssen. Die wollten, haben wir mit eingebunden. Und den Bienenmoog habe ich natürlich die ganzen Inhalte zu Wildbienen mit reingenommen. Und dann ging es darum, das auch in die Chemnitzer Schulen zu bringen und vor allen Dingen für die Herstellung dieser Blöcke, so regionale benachteiligten Therapiewerkstätten habe ich hier geschrieben, also eine Werkstatt für Menschen für Behinderung mit einzubinden, die diese Blöcke selber herstellt. Und dann hat man natürlich noch mit den Medien zu tun. Deswegen ist dieses Bild hier eingebunden, weil das hilft ja nichts, wenn ich mir das überlege und kein Mensch erfährt was davon. Und dort ist bei uns zum Beispiel die regionale Tageszeitung immer noch eine ganz tolle Quelle, sowas bekannt zu machen und einen Mitmacher dafür zu finden. Und das ist ein Beitrag davon. Und dann betrifft das natürlich auch etliche Ämter, Verwaltung. Und wir hatten immer gehofft, dass LFULG in Sachsen, also Landwirtschaft für Umwelt, Geologie und Landwirtschaft, sich an dem Projekt dann mit beteiligt und es weiter bekannt macht. Aber das ist bisher noch nicht gelungen. Das war aber die Idee, das zu machen. Auf die beteiligten Ämter gehe ich nachher nochmal gleich ein. So, das Erste ist, wenn ich jetzt mir so ein Projekt plane und das sollen alle mitmachen, dann macht es am besten Sinn und ich kann am besten darüber erzählen, wenn ich einen Selbstversuch mache. Ich habe also im Frühjahr letzten Jahres, also im ganzzeitigen Frühjahr 2020, mir selber zwei Nistblöcke zugelegt, war dann ganz überrascht, dass ein paar dieser Platten grün aussahen, obwohl die im Internet, wo ich sie bestellt habe, noch braun waren. Die färben sich dann aber in der Sonne gleich einfarbig. Und ich habe das hier auch mit verschiedenen Lochgrößen genommen. Und die habe ich jetzt in 2020 selber verwendet, um zu gucken, wie läuft das Ganze, wie wird das angenommen, welche Regeln, die ich sonst bloß aus Internetvideos kannte, treffen auch zu und was kann ich bestätigen und was nicht. Das nächste ist, was bewohnt denn alles die Nistblöcke? Wir bauen die zwar für die Rote und die Gehirntemauerbiene, aber da in diesen Röhren und Löchern im Holz verschiedene Wildbienen nisten, das sieht man auch später, ist natürlich auch immer die Frage, wie kriege ich raus, welche Biene das denn gerade ist, die bei mir in den Block reinkrabbelt. Und da habe ich jetzt einfach mal auf die Seite akuleta.de vom Johann Christoph Kornmilch verwiesen. Der hat also nicht bloß dieses Bienenhotel.de, wo er solche Nistblöcke verkauft und Mauerbienenkokons verkauft, sondern er hat auch damit eine relativ gute Seite, mit der man bestimmen kann, welche Wildbiene sieht man denn an seinem eigenen Insektenhotel oder im Garten. Hier sind nochmal einige Bewohner, die sich jetzt in diesen Nistblöcken ansiedeln können. Dahinter steht immer die Bohrlochgröße, die optimal ist. Das ist aber bloß ein grober Richtwert. Das heißt, viele von diesen Wildbienen oder solitär lebenden Einsiedlerwespen sind da flexibel in einem relativ großen Spektrum. Man sagt, bloß größer als 10 mm nehmen die wenigsten an. Aber diese kleineren nutzen, wenn die Löcher da sind, auch die verschiedenen großen. Aber das wollte ich hier mit reinnehmen, auch diese Website mit dem Link. Das war die Idee, ne? Solche Blöcke reinzubringen und die Leute darüber für diese Themen zu interessieren und das auch entsprechend mit Bildungsprojekten zu verbinden. Aber jetzt geht es darum, was muss ich denn nun wirklich alles machen, um dieses Projekt auf die Beine zu stellen und durchzuführen? Die Idee war ja, ich leite die Leute jetzt nicht auf irgendeine Website, wo sie sich so ein Ding kaufen können, sondern wir fertigen diese Blöcke für diese Aktionen, je nachdem, wie viele Leute bei uns in der Region mitmachen, in einer regionalen Werkstatt für Menschen mit Behinderung. Und das nächste war der Selbsttest, das habe ich schon gesagt. Und man musste sich natürlich Gedanken machen, wo lande ich denn? Also erstmal die Rechte. Sind diese Nist Brettchen zum Beispiel geschützt? Gibt es da einen Marken- oder Patent- oder sonst was Schutz drauf? Oder kann dieses Modell frei verwendet werden? Das ist natürlich eine entscheidende Frage jetzt am Anfang. Das geht also, man kann die Dinger nachbauen und nutzen. Das nächste ist, wo lande ich denn bei den Kosten, wenn ich das in so einer Werkstatt in Handarbeit herstellen lasse, gegenüber einer Massenproduktion, die im Netz ist? Macht das überhaupt Sinn, das selber herzustellen? Und welcher Aufwand ist direkt mit diesem Projekt verbunden? So, und da habe ich das Ganze mal durchkalkuliert, hatte ein paar Mal angefragt, ein paar so Werkstätten und überlegt, wie die Kosten sind. Und jetzt sind wir zum Schluss gekommen, das macht Sinn. Ich habe dann auch eine Werkstatt für Menschen mit Behinderung gefunden. Ich muss das immer so sagen, weil
Die Werkstatt selber hat gesagt, ich soll den Namen nicht namentlich nennen, außer es will jemand so ein Projekt mit 100 Nistblöcken machen, weil die schon mal bei einem anderen Projekt ihren Namen draußen hatten. Und dann haben alle, die den Namen gelesen haben, dort angerufen und wollten den einzelnen, also damals Vogelkasten haben. Und die machen natürlich keine Einzelherstellung, sondern nur Serienherstellung und sagen, die hatten dann hunderte Anrufe von Leuten, die sie dann möglichst freundlich Nein sagen mussten. Und deswegen steht hier jetzt immer Werkstatt für Menschen mit Behinderung. Wenn jetzt jemand hier aus der Region kommt oder in seiner Region keine Werkstatt findet, die das hinkriegt, dann kann er von mir den Kontaktpersonen die Adresse natürlich erfragen. Das Wichtige ist, dass diese Werkstatt, die muss entsprechend in der Holzbearbeitung solche Brettchen fräsen können. Das ist also technisch und von der Herstellung her etwas anspruchsvoller, als zum Beispiel Vogelhäuschen zu bauen. Das heißt, nicht jede dieser Werkstätten für Menschen mit Behinderung, die eine Holzwerkstatt haben, können auch diese Nistbrettchen fräsen, die Kanäle. So, ich habe dann dazu eine gefunden. Das nächste was wichtig war, diese Quelle für die Mauerbienenkokons finden und abstimmen. Wenn man im Netz sucht, findet man Dutzende Quellen, wo man Mauerbienenkokons erwerben kann. Sehr viele davon sind in Deutschland nicht legal. Ich hatte tatsächlich, wo ich das kommuniziert habe, sofort einen Anruf von der unteren Naturschutzbehörde, von wem ich denn diese Mauerbienenkokons beziehe. Ich hatte mich zum Glück vorher dazu informiert. Die Person, die das entnimmt und sendet, die braucht eine Sondergenehmigung von der eigenen Naturschutzbehörde, dass er die Mauerbienenkokons entnehmen kann. Das sind ja Tiere, die unter Naturschutz stehen und in den Handel bringen kann. Der Johann Christoph Kornmilch als hier Wildbienenguru, der und für seine Mauerbienenzucht hatte das und hat das auch auf der Website richtig kommuniziert und dokumentiert. Und deswegen hatte ich dort keine Probleme. Aber wer das nachmacht, muss wirklich gucken, dass die Quelle für die Kokons in Ordnung ist. Da muss ich vielleicht noch den Hintergrund sagen. Der Gedanke war, dass nicht nur die Blöcke von der Behindertenwerkstatt hergestellt werden, sondern dass auch alle Teilnehmer so ein kleines Starter-Set kriegen. Die Schachteln sehen wir nochmal, wo 5 Kokons von einer gehörnten Mauerbiene und 5 Kokons von einer roten, rostroten Mauerbiene drin sind, die man dann als Starter-Set drauflegt, dass also die Besiedlung gleich im Frühjahr tatsächlich richtig funktioniert. Details komme ich später nochmal. Also die gab es immer mit dazu. Es war immer der Kokon also die Kokons mit dem Nistblock zusammen. Das nächste war, ich bin ja ein großer Fan von elektronischer, auch digitaler Bildung und da vor allen Dingen der Verbindung von Praxis und Theorie. Meine Idee ist immer, die Theorie kann man online vermitteln. Aber Praxis und persönlicher Austausch müsste in Präsenz erfolgen. Und am besten verbindet man theoretische elektronische Bildung mit realen Objekten. Und demzufolge lag das nahe, dass es zu diesen Nistblöcken auch komplett so ein Lernpfad, so ein Bildungskonzept gibt, was dann auch weiterführendes Wissen tatsächlich mit diesem Block dann verbindet. Sehen wir dann gleich noch. Und da habe ich mit dem ARACUBE e.V. dann einen ganz guten Partner dafür gefunden, weil die ja für freie Bildung mit zuständig sind. Und da bin ich ja auch mit dem Vorstand dort bei dem Verein. Da habe ich die mit überzeugt, dass sie da mitmachen. Dann muss man natürlich dieses Marketing, die Bekanntheit planen, dass so ein Zeitungsartikel auch erscheint. Man muss mit der Werkstatt für Menschen mit Behinderung abstimmen, was ist die Mindestzahl, die sie als Serie produzieren mussten. Wir hatten uns damals auf 100 geeinigt. Also wenn 100 Leute oder 100 Interessenten zusammenkommen, dann stellen wir die Blöcke her. Am Schluss sind es dann 215 geworden. Um das mal vorwegzunehmen, hat also ganz gut funktioniert. Das, was noch gar nicht so trivial ist, ist, sich das Finanzmodell zu überlegen. In der Werkstatt für Menschen mit Behinderung wird jetzt der Block produziert. Die haben aber aufgrund ihrer Sonderstellung für diesen Block, für die Herstellung, nur einen Mehrwertsteuersatz von 7% und damals 5%, weil wir ja in diesem Corona niedrigeren Mehrwertsteuersatz waren. Würde das jetzt irgendjemand, selbst unser Verein, jetzt übernehmen und dann weiterverkaufen, wäre automatisch das dann für den Endkunden 19% Mehrwertsteuersatz oder damals 16%. Deswegen haben wir gesagt, in Ordnung, alle unsere Interessenten kaufen den Block direkt von der Werkstatt für Menschen mit Behinderung und zwar in der Form, wir holen alle Blöcke ab, kriegen für alle 215 Blöcke eine eigene Quittung mit. Geben jeden Block mit dieser Quittung raus und die Werkstatt bekommt die gesamten Blöcke als Einzelsumme und Komplettsumme überwiesen. Wir haben also für die den Einzelverkauf da übernommen, aber die Leute selber haben diesen Nistblock direkt
von der Werkstatt für Menschen mit Behinderung gekauft, weil sonst wäre er 12% teurer geworden. Und wir haben gesagt, was machen wir denn jetzt in dem Fall mit den Mauerbienenkokons, weil die kosten ja auch Geld, die müssen wir erwerben. Und da haben wir gesagt, da suchen wir uns einen Sponsor und haben dann auch einen Sponsor gefunden, eine Firma, die gesagt hat, hey, ich finde das Projekt toll, ich gebe euch die Mauerbienenkokons dazu. Und dadurch konnten wir die dann den Interessenten mit dazu schenken. Das war für uns also nichts, was dann mit Rechnung und Einzelbelegen und sonst irgendwas zu tun hatte. Das hat also ganz gut funktioniert. Dann war natürlich Produktionsplanung, Zeitplanung. Wir haben gesagt, zu welchem Zeitpunkt müssen denn die Nistblöcke fertig sein? Erstens, dass sie im Frühjahr verwendet werden können. Zweitens, dass wir die Kokons mit ausgeben können. Und drittens, dass sie für die Leute gerade zu einem günstigen Zeitpunkt kommen. Die Kokons werden ungefähr im September, Oktober, November entnommen. In der Zeit sind die fertig in den Nistkanälen, verändern sich nicht mehr und können dann kühl gelagert werden. Das heißt, wenn man die erwirbt oder kaufen möchte, dann kriegt man die erst ab frühestens Anfang Oktober. Und dann haben wir gesagt, Weihnachten ist in der Nähe. Das heißt, dann können auch Interessierte so einen Nistblock an Freunde, Bekannte und andere Interessenten verschenken. Also machen wir das kurz vor Weihnachten. Haben auch die Produktion abgesprochen mit der Werkstatt. Denen war es auch möglich, das Ende November herzustellen, sodass man dann am 1. Dezember die gesamten Nistblöcke hatten und die verteilen konnten. Und die Bildungsinhalte mussten ja parallel dazu noch erstellt werden. So, das ist der erste Block aus meinem Piloten am Anfang, was ich im Frühjahr aufgehängt habe, um zu zeigen und zu gucken, wie das Ganze funktioniert. Das war also auch richtig, wie man es machen soll. Sonnig, warm, trocken. Also Südseite von so einem Bungalow oben aufgehängt an so einen Haken dazu. Und man sieht hier auch, dass da relativ gut belegt worden ist in dem Jahr. Und das war ohne Starterkokons, also tatsächlich nur durch die wildfliegenden Bienen gefunden. Was man natürlich sagen muss, ist, dann irgendwann hatten die Meisen das entdeckt und dann haben die vorne den Großteil der vordersten Zellen wieder aufgehackt. Also das heißt, dieser Vogelschutz, den später davor zu machen, macht durchaus Sinn. Das ist eine der Erfahrungen. So, jetzt will ich mal zu den Bildern direkt kommen, die ein bisschen Eindruck in dieses Projekt schaffen, wenn man sowas selber macht. So, das ist hier, habe ich mit so einem Lieferwagen diese 215 Nistblöcke abgeholt, mit der Palette zusammengebunden. Und dann mussten diese Blöcke, die waren hier mit so einer Folie zusammengemacht, mussten zum einen den Kleber erhalten, weil das ist die Verbindung von diesem objektbasierten Lernen zu dem Nistblock. Jeder dieser Nistblöcke hat jetzt so einen Kleber mit einem QR-Code und dem Link drauf. Das heißt, ich kann jederzeit, wenn ich dort mit einem Smartphone oder mit einem Handy oder mit irgendwas vorbeigehe, den QR-Code scannen und erhalte die kompletten Bildungsinhalte, die mit diesem Block, mit dieser Mauerbienenaktion verbunden sind. Da können wir nachher nochmal gleich einen Blick reinwerfen. Und der wird da eben draufgeklebt, dass er direkt scannbar ist. Das ist der Kasten mit den gehörnten Mauerbienenkokons, den ich vom Bienenhotel bekommen habe, wo wir die bestellt haben. Und das sind nochmal die Kästen, in denen die ganzen Blöcke drin waren. Hier sieht man den Arbeitsplatz, an dem ich die Kokons dann zusammen mit einer Bekannten immer fünf rostrote Mauerbienen, das sind die linken, und fünf gehörnte Mauerbienenkokons jeweils immer in so eine Streichholzschachtel gesteckt habe. Also so eine Streichholzschachtel ohne Aufdruck. Die gibt es relativ günstig. Dort kann man die reintun und dann im Kühlschrank entsprechend unter 4 Grad oder bis 4 Grad kann man die komplett überwintern. Bei mir war es jetzt erstmal so lange, bis die Mauerbienenkästen rausgegeben worden sind, also bis Anfang Dezember. Es gibt aber auch die Möglichkeit, die einfach draußen zu lagern, in einer kalten Garage oder sowas, wo sie Frost bekommen, wo sie also in der natürlichen Temperaturschwankung drin sind. Und das ist nochmal ein Bild von den Quittungen, die ich bekommen habe von dieser Werkstatt für Menschen mit Behinderung, die ich dann ausgeben konnte. Also einmal die Originale und einmal die Kopien. Und die wollten gerne auch für ihre Buchhaltung oder sowas, dass jeder hier einen Namen noch draufschreibt, der so ein Ding bekommen hat, dass sie auf ihren Quittungen immer diese Namen hatten. Wobei sich im Nachhinein herausgestellt hat, dass sie es gar nicht gebraucht hätten.
So, das ist jetzt das, dieses Lernprojekt, was damit verbunden war. Wenn man also hier auf diesen QR-Code klickt oder diese URL eingibt, dann landet man auf diesem Lernpfad. Und da sieht man zum Beispiel hier auch als erstes Mauerbienen-Nistblock erste Schritte. Dort standen alle Hinweise darüber, wie ich die Kokons lagere, wann ich die rausstelle, wie ich den Block am besten aufstelle, was die beste Lage ist für solche Mauerbienen und so weiter. Es gab weitere Tipps zu diesen Nisthilfen für Mauerbienen, die ihr aber aus dem Bienenmug aus der Seite sowieso schon kennt. Es gab dann Informationen zu dem Wildbienenhaus, also auch, wie ich noch eine Schlupfkammer dafür bauen kann, wie ich das mit dem Vogelschutz hinkriege da dran und ähnliche Dinge. Und dann ging es weiter mit, was für Wildbienen gibt es denn noch alles? Was kann ich für die machen? Es wurden die Rostrote und Gehirnte natürlich, Mauerbienen natürlich dargestellt. Und dann ging es auch weiter über die Wildbienenthemen und was ich sonst als Unterstützung machen kann, auch hin zu Blühflächen und was ich dort im Garten tun und machen und anlegen kann, sodass ich das also kontinuierlich weiterentwickelt und aufgebaut hat, sodass ich also diese Möglichkeit hatte, wenn jemand diesen Blog sieht und auch nur vorbeigeht und diesen QR-Code scannt, kann er oder sie, je nachdem wie viel Zeit sie hat, sich immer weiter in dieses Thema vertiefen. Also von diesem reinen Nistblock, den wir hier haben, zu allen Wildbienenthemen, Blühflächenthemen und auch dort in die Tiefe gehen. So, dass das praktisch nur der Startpunkt ist, der praktische, tiefer in das Thema einzusteigen. Wer das mal sehen will, sich anschauen will, der kann einfach die URL eingeben oder dann den QR-Code scannen. Und wer das nachmachen möchte, das Projekt, kann auch die Vorlage für den Kleber und die Informationen, wo diese Aufkleber bestellt worden sind und sowas, das kann er von mir bekommen. Und die Vorlage selber kann frei genutzt werden. Man kann das auch ändern, einfach und hier sein eigenes Logo reinmachen oder es anders gestalten. Aber dieser freie Lerninhalt kann eben genutzt werden und mit jedem Nistblock in Verbindung gebracht werden. Das sind jetzt ein paar Bilder von der Verteilung. Ich hatte ja nun das große Glück, dass ich tatsächlich richtig im Lockdown gelandet bin mit dem 1. Dezember. Und demzufolge die ganzen Ideen, wie wir das ausgeben wollten, eigentlich sollte das ein Event werden, wo die Leute kommen, wo sie auch Glühwein trinken können, sich ein bisschen unterhalten können, während sie ihren Blog abholen. Das ist natürlich alles ins Wasser gefallen. Jetzt mussten sie alle mit Maske kommen, möglichst mit Abstand und nicht zu viele als Gruppe aufs Gelände. Und da gab es halt dann Schilder, dass auch für nicht durchs Haus, sondern hinten, welchen Weg sie am besten reinkommen, dass sie also nicht zu viele Leute sich auf einmal begegnet sind. Und dann habe ich draußen hier im Garten die Nistblöcke übergeben. Hier bei mir hatte man immer noch gleich die Möglichkeit, noch Honig zu kosten und eventuell Honig zu kaufen. Und hier sieht man dann auch die Liste für die Abholung und ähnlichen Sachen. Und hier die Quittung, die ich damit ausgeben musste. Und dann hatte ich mir noch eine Liste gemacht, was ich bei jedem machen musste, nicht, dass ich bei einem die Quittung vergesse, beim nächsten das Eintragen hier und solche Dinge. So, und dann gab es natürlich, wenn man jetzt 200 Leute hat, die vorbeikommen sollen, innerhalb von 2 Tagen, da gibt es natürlich etliche, die schaffen das nicht, da klappt das nicht. Da hat man dann noch 20, 25 Leute, bei denen die Termine nicht geklappt haben und die kamen dann halt einzeln vorbei und dann habe ich es vom Wintergarten aus übergeben, aber da kam dann immer bloß eine Person rein, da ging das also auch. Aber diese Idee, das mit so einem Meeting-Event zu machen, wo sich Teilnehmer untereinander treffen und ein bisschen quatschen können, das ist halt durch Corona auch komplett ins Wasser gefallen. So, und das ist jetzt das Schöne von diesem Frühjahr. Die Gehirntenmauerbienen, die schlüpfen ja schon ab 4 Grad und sehr zeitig. Also die fliegen schon deutlich zeitiger als unsere Honigbienen und sind auch bei kälterem Wetter unterwegs. Und deswegen haben ja auch schon die ersten Mitmacher von dieser Aktion im letzten Herbst jetzt die Ergebnisse von ihrem Frühjahr gezeigt. Also hier sieht man die beiden gehörnten Mauerbienen und hier hat sogar einer die bei der Paarung erwischt bei sich im Garten. Aber auf jeden Fall sind das alles welche, die direkt aus diesem Projekt jetzt schon als Rückmeldung gekommen sind. Ich habe mal 2 als Beispiel ausgewählt. Es gab noch ein paar mehr. Und das sind zum Beispiel meine eigenen Bilder von diesem Frühjahr mit den Kästen. Also vom 1.4., wo schon intensiv die gehörnten Mauerbienenweibchen hier tatsächlich den Pollen auch in die Kanäle und Gänge bringen, weil sie dort schon mit dem Anlegen von Nachwuchs begonnen haben, also schon Zellen anlegen. Das sind also alles Bilder, die habe ich mal in einer halben Stunde jetzt an dem NIST-Blog am 1.4. gemacht. Was ich noch kurz euch zeigen wollte, ich hoffe, ihr seht das etwas, ist die Videoaufnahme von dem Blog, dort, wo die Fotos gerade herstammen. Und da kann man das sehr schön sehen. Das ist so das Ergebnis, was dann Teilnehmern
erleben würden, wenn das jetzt ganz neu gestartet ist. Später kommen noch die Rostroten und die freien Wildbienen dazu. So, und jetzt kommt zu dem, warum ich sage, dass das weit über das hinausgeht, was man in einem normalen Insektenhotel sieht. Diese Nistbrettchen haben den Vorteil, ich kann zwischen die Nistbrettchen solche Folien legen. Die Folien haben den großen Vorteil, ich kann sogar, wenn ich möchte, das habe ich nicht gemacht, während der Saison, während die brüten oder so, in verschiedene Ebenen reinschauen und zugucken, wie die das tun und machen. Ich sehe aber noch viel besser, wie die gebrütet haben, wenn jetzt die Kokons zum Beispiel entnommen werden. Und dort findet man auch etliche Beispiele ja im Netz, die habe ich auch verlinkt, wo das drinsteht, wo das auch im Detail erklärt wird. Aber was man hier sehr schön sehen kann, ist auch dieses natürliche Gleichgewicht, das heißt, wie sich Parasiten hier ausbreiten. Viele denken, wenn sie ein Insektenhotel dorthin stellen, dann vermehren sich die Wildbienen ganz extrem. Das ist aber nur teilweise der Fall, weil über die Jahre entwickeln sich auch die entsprechenden Parasiten, die man hier in diesen Zellen sieht. Das heißt, ich habe so einen großen Schotterflächen und so einen Berg hier hinten und da haben sich über Jahre zum Beispiel die Hummeln am Anfang extrem vermehrt. Ich hatte also tausende von Hummeln im Garten. Und dann kam als erstes diese Wollschweber, das sind diese Kolibri-Hummeln mit diesem langen Stachel nach vorne zu oder langen Rüssel. Und das wusste ich vorher nicht, aber das sind zum Beispiel typische Parasiten für Wildbienen, die also ihre Eier in die Gänge oder an die Wildbienen heften und die zerstören dann die Brut der Wildbienen. Das heißt, ich hatte dann nachfolgend etliche Jahre, da haben die Wollschweber sich extrem vermehrt und die Hummeln sind wieder deutlich zurückgegangen, bis sich ein Gleichgewicht einstellt. Und das kann man auch hier sehr schön sehen, dass also auch die Parasiten sich hiermit entwickeln. Ungefähr 30%, würde ich sagen, der Zellen, die drin sind, sind selbst im ersten Jahr aus sauberen Blöcken mit Parasiten belastet und behandelt. Und deswegen ist das hier eine Möglichkeit, tatsächlich erstmal zu lernen, welche Parasiten es gibt, zu sehen, wie nisten Solitärbienen, wie entwickeln sich die Kokons da drin und wie überwintern die. Aber ich sehe auch diese Wirkung von Parasiten, von Milben und wie die diese Zellen zersetzen und wie die sich vermehren. Und ich habe jetzt durch diese Blöcke natürlich, wenn es mir um die Bestäubung in meinem Garten geht, auch die Chance, die Kokons rauszunehmen, die Parasiten hier zu vernichten, also es rauszukratzen, es ein bisschen sauber zu machen und am Schluss nochmal mit dem Heißluftföhn drüber zu gehen, dass man da auch die ganzen Milben und Dinge, die man jetzt nicht wegbekommt, abgetötet bekommt, dass im nächsten Jahr, wenn man die Kokons aussetzt, tatsächlich zumindest diese Nistblöcke wieder parasitenfrei starten können. So, jetzt habe ich noch mal ein paar Bilder daraus gemacht, wo einige der Sachen dann sogar frei bleiben. Man sieht also auch, die verdeckeln hier vorne die Eingänge, auch wenn hier hinten nur ganz wenige Zellen belegt sind. Das heißt, wenn vorne zu ist, heißt das nicht, dass sie den ganzen Gang vollgemacht haben oder vollgebrütet haben. Und deswegen ist das auch, wenn das Meisen aufhacken, nicht ganz so wild, weil wenn die so einen Gang aufhacken, kommt die mit dem Schnabel eine Meise nur höchstens bisher her. Schlimmer wäre das natürlich, wenn ein Specht sich da intensiver dran zu schaffen macht. Und alles das, was hier so nach Spaghetti aussieht oder so dann mit solchen Maden belegt ist und so, sind halt zerstörte Zellen durch Parasiten. Hier sieht man das ganz gut. Was man natürlich auch hat und deswegen kann man das nicht komplett rausräumen und dann im Schuppen lagern, ist, dass wir natürlich auch deutlich andere Wildbienen haben. Das sind zum Beispiel typische Kanäle von Blattschneidebienen, die auch unter Naturschutz stehen. Deswegen habe ich alle Gänge und alles, wo andere Wildbienen, Kokons und Eier da waren oder was ich nicht zuordnen konnte, dann tatsächlich komplett wieder so verschlossen, wie es war und auch draußen wieder entsprechend hingestellt, dass sie ganz normal schlüpfen können. Das waren die Blattschneidebienen. Hier sieht man jetzt nochmal ein paar andere Zellen, die ich selber auch mit dem, was ich im Netz gefunden habe, nicht eindeutig zuordnen konnte. Das ist noch eine Frage, selbst wenn von euch jemand dabei ist, der diese Eier hier oder diese Kokons sauber zuordnen kann, dann würde ich mich freuen. Dann finde ich nämlich hinter dem 1 bis 4 nach und nach auch die Dinge, die wir hier sehen können. Das war im 6 mm Nistbrett übrigens, das mit den kleinen Gängen. Oder auch hier, das sind auch andere Zellen, auch diese
die, wo ich es nicht genau weiß, oder hier die eingesponnenen mit der Made. Ich weiß auch nicht genau, was für eine Made das ist. Ich gehe davon aus, es ist auch ein Parasitenbefall, aber ich weiß es halt nicht genau, also habe ich das so gelassen und habe es jetzt erstmal reingestellt. Aber jetzt stellt man, kann man sich das vorstellen. Man sieht, man kann mit Kindern und Jugendlichen in diese Nistblöcke der Wildbienen hineinschauen. Man kann, wenn man das machen möchte und hat die Folien drauf, auch im Sommer mal reinschauen und sehen, wie die wirklich diese Zellen anlegen, wie die Wildbienen da drin gerade am Arbeiten sind. Oder später im Herbst kann man genau sehen, wie haben die genistet und wie funktioniert es auch mit dem natürlichen Gleichgewicht. Und ansonsten können die ja die Wildbienen draußen sehen, wie die auf den Blumen bestäuben, wie die sammeln und wie die in den Block reinfliegen. Und somit kriegen auch Kinder, Jugendliche oder auch Erwachsene eine viel intensivere Beziehung dazu, als wir das sonst durch so ein normales Insektenhotel hinbekommen. Und wenn wir dieses natürliche Gleichgewicht stören möchten, indem wir einen Teil der Parasiten abtöten, haben wir hier natürlich die Möglichkeit, den Parasitenbefall deutlich zu reduzieren, was in einem normalen Insektenhotel natürlich nicht geht, sodass, wenn das einige Jahre steht, der Parasitendruck immer größer wird von Jahr zu Jahr. So, und hier sind nochmal so Bilder und hier sieht man das auch sehr schön, diesen Parasitenbefall teilweise mit ganzen Gängen, mit den Milben, mit den Maden, die sich dann herausfressen und so weiter. Das ist auf jeden Fall extrem interessant, auch wenn man das selber dann in der Hand hat und selber so einen Kasten hat und das beobachten will und das auch als Ergänzung zu seinem bisherigen Insektenhotel hat. So, das soll es gewesen sein, was von mir kommt als Vortrag. Ich weiß nicht, ob ich nur die Dinge getroffen habe, die euch interessiert haben oder interessiert hätten und wer Interesse hat, das nachzumachen. Aber ich würde sagen, bei den Fragen machen wir es mal so, weil ich dem Chat nicht folgen konnte. Ihr könnt euch, wer Fragen hatte, selber das Mikrofon laut schalten und die Frage stellen. Und wenn es zwei gleichzeitig sind, müssen wir uns einig werden. Also, wer hat Fragen? Jetzt die Zeit für Fragen. Ich hätte da mal eine Frage, und zwar bei den Nistblöcken, wenn man die sauber macht, gibt es da spezielle Geräte? Und wo kriege ich die her? Wenn man die Nistbrettchen selber macht, man muss die fräsen. Man braucht also einen entsprechenden Fräser. Und deswegen haben wir gesagt, auch in unserem Projekt, wir bestellen unsere Blöcke jetzt erstmal mit 9,5 mm Fräsung nur her und bieten selber bei unserem Projekt die 6 mm Sachen nicht an. Verweisen aber auf Quellen wie zum Beispiel Bienenhotel, wo man sich auch die Brettchen, die identisch dieselbe Größe haben. Deswegen habe ich das ja abgeklärt vorher, ob es dort Rechte gibt dafür und ob wir das machen können. Das heißt, dort kann man sich jetzt 6 mm oder auch 8 mm gefräste Brettchen noch nachbestellen und dann einfach in den Block mit einbauen in der unterschiedlichen Größe. Die sind exakt dieselben Maße, sodass man die einfach in den Stapel mit einbauen kann. Wir haben gesagt, für unser Projekt, damit die das alles einheitlich herstellen können in dieser Werkstatt für Menschen mit Behinderung, haben wir alles auf 9,5 mm gefräst. Aber wenn man das selber macht, muss man handwerklich schon relativ begabt sein. Und dann ist es ja sehr mühevoll, das jetzt händisch reinzufräsen. Die machen das mit einer CNC-Fräse. Aber die macht das dann zwar so ein Brettchen relativ weit automatisch durch, aber muss die Kanäle halt einzeln fräsen. Die haben also auch keins, wo die 10 Kanäle mit einmal fräsen, was vielleicht in der Massenherstellung der Fall sein würde. Nein, ich meinte, womit man die reinigt, sauber macht, Ach so, generell diese reinig. Kokons entfernt. Ach so, Ob es das. dafür Geräte gibt. Ach so, ich habe das hier. Das war als Bild im Video mal zwischendurch drin, habe ich vergessen zu erklären. Da komme ich auch schlecht zurück. Ich habe ein Tipp ist, man kann vom Teelöffel, von einem alten Teelöffel, den man nicht mehr hat, wo der Stiel nicht so breit ist, den biegt man ein bisschen rund, schleift den vorne ein bisschen an und rund und dann passt er genau in diese Kanäle rein. Ich habe ja 9,5 mm Kanäle und dann ist das auch stabil entsprechend. Dann wackelt das nicht so rum, das ist richtig fest und dann kann man das nehmen. Also ich hatte das Ding nach der Anleitung, die habe ich irgendwo entdeckt gehabt. Innerhalb von 4, 5 Minuten hatte ich das gebaut gehabt da draußen. Also, aber dort ist dann das Wichtige, dass man am Schluss halt das mit der Heißluftpistole nochmal rübergeht, damit man auch die ganz kleinen Milben, die man kaum sieht oder so, die kriegt das mit, weil was dort noch in den Ecken ist, abgetötet bekommt. Kann man Meine Frage ist die, aus welchem Holz müsste ich die Bretter herstellen? Und die nächste Frage ist, dass ich die sauber machen muss.
Das macht ja eigentlich wenig Sinn, denn wir haben seit vielen, vielen Jahren haben wir also, ja, ich weiß nicht, welche Mauerbiene es genau ist, bei uns im Mauerwerk drin. Da mache ich das ja auch nicht sauber. Warum soll ich also dann einen selbstgebauten? Also man muss das jetzt nicht sauber machen. Man kann es natürlich auch wie ein normales Insektenhotel einfach so lassen und da ab und zu mal reinschauen. Der Vorteil ist, wenn ich es so auseinandernehme und sauber mache, ist, dass ich eine Vermehrung meiner Mauerbienen hinkriege, dass man nicht diesen Effekt hat, wie ich jetzt bei meinen Hummeln mit dem natürlichen Gleichgewicht. Erst wären es deutlich mehr Hummeln. Und jetzt habe ich halt extrem viele von diesen Wollschwebern und im Vergleich zu vorher nicht mehr ganz so viele Hummeln, weil nämlich ganz einfach die Parasiten sich so extrem dann entwickelt haben. Und wenn ich das jetzt hier auf diese Weise Mauerbienen haben möchte zur Bestäubung in meinem Garten, möchte ich ja nicht, dass dann irgendwann mal 70, 80% der Brut jedes Jahr von Parasiten zerstört werden. Und da hier kann ich jetzt erreichen, dass ich die Parasiten immer eindämme, durch dieses sauber machen und die Kokons entnehmen und im Frühjahr wieder rausgeben. Und damit greife ich natürlich in dieses natürliche Gleichgewicht ein zugunsten der Mauerbienen und zu Ungunsten der Parasiten. Das muss jetzt jeder selber für sich entscheiden. Aber ich kriege dort etwas dadurch hin, dass ich tatsächlich die Mauerbienen vermehrt bekomme und damit auch eine größere Zahl habe, die auch dann eventuell nennenswert in meinem Kleingarten bestäuben kann. Wenn du die Kokons entnimmst, wie machst du das dann im Frühjahr? Wie legst du dann wieder in so eine Rillenei oder wie funktioniert das dann? Also ich hab das ja verlinkt bei den Videos, auch bei dem Lernpfad ist das drin. Wenn man jetzt diesen Okay. Lernpfad, wo man den Kleber hat, da sind Videos drin, die erklären das richtig schön. Also Mhm. auch besser als meins, wie man das mit der Entnahme macht, wie man die wäscht, die Kokons, wie man die lagert. Und deswegen haben die Pappschachteln gekriegt. Die machen einfach ein Loch in die Pappschachtel rein, eigentlich vorne und hinten eins, und kleben das mit dem Klebestreifen unten an den Kasten dran, und dort können die dann Okay. schlüpfen im Frühjahr. Das Wichtige ist, dass das Ding kühl steht, damit die tatsächlich zu ihrer Zeit schlüpfen, wenn es draußen was gibt, und nicht zu zeitig. Also es muss ein kalter Schuppen sein zum Überwintern oder halt, wenn man größere Mengen hat im Kühlschrank unter 4 Grad, aber es geht auch ein kalter Schuppen. Da muss man es bloß vor Mäusen schützen. Und das steht auch im Lernpfad unter den ersten Schritten. Also für meinen Kasten, erste Schritte, stehen diese ganzen Tipps. Da stehen auch die Tipps drin, die der Herr Kornmilch da direkt selber auch mitgeschickt hat mit seinen Kokons, damit denen möglichst nicht passiert und dass die auch gut schlüpfen und hinkommen. Aber das ist im Lernpfad mit drin. Okay, danke. Also würde mir das gar nichts bringen, wenn ich also ein Projekt mit Schulkindern mache und würde sagen, wir bauen jetzt nur die Nistkästen. Ich würde auch reichlich städtische Unterstützung hier bei uns in der Gegend finden, Gebäude und Ähnliches für die aufzuhängen und eine natürliche, also also keine Kokons reinzubringen, sondern dass also die Mauerbienen, egal welche Art wieder, dass die selbst anfliegen. Ja, das machen sie auch selber. Das heißt, ich habe das ja, ich kann noch mal schnell zurückgehen. Hier, der ist ohne so ein Starter-Set gestartet. Also ich hatte ja meine Mauerbienenkästen oder die Nistblöcke, also ohne solche Starter-Sets am Anfang hingehängt und wusste auch, dass die dort besiedelt werden, weil in dem Grundstück relativ viele Wildbienen unterwegs sind. Jetzt war es ja aber die Idee, wie kriege ich viele Leute davon begeistert, an diesem Projekt mitzumachen. Hätte ich jetzt gesagt, dieses Projekt ist toll, ich mache bloß diese Aufkleber und schicke die sonst, ich sage mal, zu Bienenhotel oder wem auch immer, sollen sich dort einen Nistblock kaufen und dort mitmachen, dann verpufft die ganze Aktion. Diesen Elan kriegt man erst hin, wenn man sagt, der Nistblock ist nicht teurer als der im Internet, aber der wird in einer lokalen Behindertenwerkstatt hergestellt. Also ich tue etwas für die, dass die was machen können. Und das nächste ist, ich habe auch gleich solche Kokons, die ich sehen kann, und daraus kommen wirklich Bienen im Frühjahr raus. Kommen die wirklich raus? Ist für die Leute schon spannend. Und ich bin sicher, mein Nistblock wird auch besiedelt, weil die gleich dort, wo sie schlüpfen, auch nach Unterkunft suchen. Das funktioniert richtig gut, habe ich jetzt auch festgestellt, weil ich ja dieses Jahr das auch mal so probiert habe mit den Kokons. Und das heißt, man sieht die Kokons, die Kinder sind begeistert davon, das ist das Erste, was sie sehen wollen. Und dann schauen die im Frühjahr nach, wie die schlüpfen, und sehen die dann vor den Eingängen fliegen. Das heißt, diesen Effekt wäre verloren gegangen, hätte ich jetzt gesagt, ich hänge das hin und warte jetzt, dass die natürlich besiedelt werden, was natürlich auch funktioniert in meisten Gegenden, gerade bei den Arten, die jetzt nicht so selten sind. Aber ich dachte,
die Wirkung, auch dass selbst dass die Presse jetzt einen Artikel dazu schreibt und ich darüber Interessenten finde, steigt natürlich mit so einem Konzept deutlich mehr als mit so einem Link aufs Netz. Und es war ja die Idee, dass viele sich mit dem Thema beschäftigen, damit starten. Und jetzt, wenn jeder dieser Kleingartensparten so einen Kasten hängt, dann sehen die Nachbarn das. Die zeigen denen, hey, was habe ich hier Tolles? Die Kinder haben das irgendwann gesehen und dann kaufen sie und dann holen sich die, dann machen die danach auch mit, die Nachbarn, und kümmern sich um so ein Ding und beschäftigen sich damit und finden das gut. Und damit kriege ich halt das in die Breite getragen. Das war der Grund. Also es funktioniert auch, wenn man davon überzeugt ist, dass man keine dieser Mauerbienenkokons nimmt, das Ding hinhängt und selber besiedeln lässt. Also da eine natürliche Besiedlung ist schon vorstellbar, ja? Das funktioniert in jeder, also in fast allen Gegenden. Das Wichtige ist wirklich, also Wildbienen mögen es warm, einfach wirklich an einer geschützten Stelle hier, wo kein Regen drauf kommt. Ich zeige jetzt hier rüber, weil es mein zweiter Bildschirm ist. Also ich meine jetzt bei dem Bild auf dem Kasten, wo kein Regen drauf kommt und wo die Sonne richtig drauf scheint. Und wenn dort Wildbienen in der Gegend irgendwo unterwegs sind, dann wird er besiedelt. Funktioniert das? Okay, ach nee, meine Frage war noch nicht beantwortet. Welches Holz nimmt man am besten? Ach so, hier wird, das empfiehlt auch der Johann Christoph Kornmilch, der seit 86 sich mit Wildbienen forscht und einen Lehrplan hat, diese MDF-Platten. Ah, okay. So, danke. Man kann auch Hartholz nehmen. Man kann jetzt auch sagen, man nimmt Buche oder man nimmt Eiche und sowas und fräst diese Kanäle raus und entgratet die richtig. Dieses MDF hat den großen Vorteil, dass selbst wenn vorne Grat oder irgendwas entsteht, sind keine gefährlichen Schiefer oder sowas, die die Wildbienen beschädigen können und so weiter. Und er hat ja auch dieses Handbuch der Mauerbienenzucht selber geschrieben und bietet das sogar so für Obstplantagen an, also mit hunderten solchen Nistbrettchen dann in Aufbauten. Aber das ist in dem Handbuch, was ich verlinkt habe, der Mauerbienenzucht, sind da Bilder mit drin. Dass es direkt auch für die Bestäubung von Obstplantagen verwendet wird. Dankeschön. Gut, bitte. So, gibt es noch weitere Fragen? Wenn man die Wildbienenkokons entnommen hat und dann wäscht, wie lange saugen die sich nicht voll mit dem Wasser? Oder muss man das dann irgendwie noch... Die saugen sich nicht voll, man kriegt quasi die restlichen Milben, die restlichen Maden und die ganzen Reste von eventuell Pollen und Ähnlichem weg. Das heißt, diese Videos, die dort verlinkt sind, auch in diesem Lernpfad, die zeigen das live von einem dieser Mauerbienenzüchter. Und da sieht man das, man nimmt also praktisch so ein gröberes Plastiksieb und kann das wirklich richtig abduschen und abspülen. Dann legt man die auf ein Papier, dass sie wieder getrocknet sind. Die saugen sich nicht voll. Und die Kokons sind wohl relativ stabil und widerstandsfähig und die Bienen da drin recht sicher. Und man kann sich das ja anschauen. Ich war dort auch erst ganz unsicher und hätte mir das nicht getraut, wenn ich nicht tatsächlich Videos gesehen hätte, wirklich wie das gemacht wird. Sonst hätte ich die wahrscheinlich auch wie rohe Eier behandelt oder mir das gar nicht getraut. Aber so kann man das so direkt live nachschauen. Die sind also, wenn man jetzt den Lernpfad sich annimmt, dort ist in diesem Bereich von diesen Nistblöcken sind auch die Informationen und diese Videos verlinkt, wo man da direkt zuschauen kann, wie das jemand professionell macht. Also nicht so amateurhaft wie ich jetzt in dem Video, sondern wo man das sehen kann, wenn das flüssiger geht. Okay, danke. Noch eine Anmerkung. Ich habe noch ein bisschen recherchiert. Ich habe mir noch eine Schlupfplatte vom Mauer besorgt. Die steckt oben drauf. Wenn man das eingibt im Internet, findet man da auch was. Da muss man die Schachtel oben drauflegen mit Klebeband, was eventuell wegnimmt, sondern das mit einem Loch vorne in eine ausgepresste Platte. Ja, und dann kommen die im Prinzip rausgerannt. Ja, genau. Ich habe das auch verlinkt, das Video, und habe vom Johann Christoph Kornmilch die Begründung gekriegt, warum er diese Schlupfkammer bei seinen Nistblöcken nicht mit anbietet. Und der Grund ist folgender. In den Teil der Kokons enthält Parasiten, die normalerweise ungefähr 14 Tage später schlüpfen als die Mauerbienen. Das heißt, er sagt so, wenn die gehörnten Mauerbienen schlüpfen, die ersten gestartet sind, nimmt er alle, die nach einer Woche dann noch nicht geschlüpft sind, raus und bringt die an einen entfernteren Ort. Wenn dort noch eine Mauerbiene drin ist, kann die dort schlüpfen, aber dann sind auf jeden Fall die Parasiten vom Stand weg oder von dem Platz weg.
Und wenn ich jetzt die Schlupfkammer dort oben reinbaue und fest quasi mit verschraube oder Dach drauf mache oder selbst hier mit dem Spanngurt verbinde, dann ist die Mühe relativ groß, das Ganze jetzt nochmal auseinanderzunehmen, um diese Kokons rauszunehmen. Und da sagt er, diese Pappschachteln funktionieren genauso gut. Die mache ich einfach auf, nehme das raus und stelle die wieder drauf. Das war seine Begründung, warum es diese Schlupfkammer, die ich auch in dem einen Video mit drin habe, wie man die selber basteln kann, warum er die nicht verwendet und nicht herstellt und auch nicht mitverkauft, weil dort die Chance hoch ist. Das ist auch der Grund übrigens, warum er diese Kokons nicht in die Gänge legen soll. Man bräuchte ja gar keine Schlupfkammer, man könnte die einfach oben in die Gänge reinlegen. Dann braucht man die Schlupfkammer nicht und kann das Ding raushängen. Aber dann hat man auch die Parasiten wieder in seinem Block drin. Und das ist ein Grund, warum er die Schlupfkammer nicht nimmt. Also wenn man das dann aufmacht und die rausnimmt, dann geht das auch. Weil ich fand die Kammer auch, das ist eine ganz klasse Idee, wo ich die gesehen habe. Und wollte die sofort bauen und hatte ihm das voller Stolz erzählt, so als Hinweis, dass er das für seine Blöcke vielleicht auch machen könnte. Und dann hat er mir genau erläutert, warum er das bei seinen Blöcken nicht anbietet. Ich dachte, das sind in den Kokon Parasiten drin. Also Parasiten können ja zu einer Made befallen und entwickeln sich dann nach und nach. Wenn die also die Made befallen haben und die ist noch in der Lage, einen Kokon zu bauen, da gibt es wohl Parasiten dazu, dann fressen die Made erst auf, wenn der Kokon fertig ist und kommen dann im Frühjahr, eben später als die Mauerbienen, da kommen dann die Parasiten raus und nicht die Mauerbiene. Okay, gut. Danke. Gibt es noch weitere Fragen in der Runde? Ich habe noch eine Frage. Wenn die Bienen jetzt diese Röhren da jetzt verschließen, wie lange dauert das, bis sie jetzt wieder rauskommen? Bis nächstes Jahr? Ja, bis nächstes Jahr. Das heißt, sobald, wenn die fertig sind, bleiben die drin. Und jetzt im Frühjahr, wenn die Temperaturen stimmen, dann beginnen die zu schlüpfen. Das heißt, bei beiden Mauerbienenarten sehen die Eltern ihre Kinder nie. Das heißt, sie sind auch hier, die gehörnte Mauerbiene beendet eher die Saison, aber selbst die roten Mauerbienen sind bis Anfang Juli, Mitte Juli alle tot. Da ist die Saison vorbei. Das heißt, die schlüpfen jetzt, sind praktisch während der Bestäubungszeit, dort wo es viele Blüten gibt, sind die aktiv, legen die Zellen und die Kokons an, verschließen die und dann beenden sie ihr Leben und dann ihre nächste Generation, ihre Kinder, die schlüpfen dann im nächsten Jahr. Was wäre dann der richtige Zeitpunkt, die Nisthilfen zu reinigen oder auch bei normalen so Insektenhotels das Material auszutauschen? Bei normalen Insektenhotels ist es, also das Austauschen beim dort von solchen Pappröhrchen oder Schilfröhrchen und so ist ja kein Problem. Das heißt, man würde im Frühjahr ungefähr abwarten, bis das meiste geschlüpft ist. Dann würde man es rausnehmen, Neues nehmen und das, was man rausnimmt, das legt man einfach nochmal, was weiß ich, 14 Tage an eine trockene Stelle im Schuppen oder sowas, falls doch noch was nicht geschlüpft ist. Und dann kann man es wegnehmen. So, das würde ich machen. Das sauber machen ist natürlich hier dabei. Die Kokons sind ungefähr ab Ende September, oder vielleicht auch Mitte September, aber ich denke mal ab Ende September, komplett ausgereift und fertig, sodass man ab dem Zeitpunkt die Kokons entnehmen kann und das sauber machen kann. Das geht aber natürlich bei einem normalen Insektenhotel nicht, bei den gebohrten Löchern, weil man dort natürlich dann nichts rausnehmen kann und auch nicht genau weiß, wann sind die wirklich leer, die Gänge, dass man sie da jetzt praktisch reinigen könnte, indem man sie nachbohrt oder sonstiges. Da hat man ja immer noch das Risiko, dass sie besiedelt sind oder gerade eine Biene drin ist und ähnliches. Das ist da also nicht so praktisch. Was ich vielleicht noch erwähnen wollte, was ich vorhin vergessen hatte, bei in Chemnitz hier die untere Naturschutzbehörde, da gibt es noch ein paar Diskussionen zum Naturschutzgesetz. Also die Mauerbienen werden ja zum einen auch in Massenhaltung für die Bestäubung von Obstplantagen verwendet. Und Leute züchten die, bringen die dorthin und setzen die in diesen Obstplantagen aus. Jetzt gibt es im Naturschutzgesetz eine Sache, dass bei geschützten Bienen auch das Ausbringen dieser Bienen in der freien Natur genehmigungspflichtig ist. Das heißt, ich bin in der Diskussion jetzt mit dieser Naturschutzbehörde jetzt für die Aktion in 2021, ob und wie eventuell eine Genehmigung für die Teilnehmer erforderlich ist, damit sie diesen Kasten mit den Mauerbienenkokons auch bei sich aufstellen können. Also noch ist es nicht ganz klar. Da existieren bisher unterschiedliche Meinungen und da wollen wir uns noch zusammensetzen und das für
fürs nächste Jahr diskutieren. Das wird auch die betreffen, die jetzt übers Internet diese. Es gibt ja zahlreiche Angebote im Internet, auch für solche Nistblöcke mit den Kokons. Und eventuell muss man nicht nur gucken, ob derjenige, der das verkauft, die Genehmigung hat, die überhaupt zu handeln, in den Verkehr zu bringen, sondern eventuell muss man sogar klären, ob man sie bei sich überhaupt hinhängen kann, wenn man es ganz genau nimmt. Und bei der unteren Naturschutzbehörde oder wer das auch immer in der eigenen Region macht, nachfragen. Ich bin zwar der Meinung, dass man das nicht braucht, aber dort, das ist bisher noch unterschiedlich. Das muss ich noch klären, jetzt fürs nächste Jahr. Ist das Gesetz von Bundesland zu Bundesland verschieden? Nein, das Gesetz ist natürlich nicht von Bundesland zu Bundesland verschieden. Aber diese Interpretation erstmal, was ist das Aussetzen in der freien Natur? Bei Pflanzen und Samen oder sowas, bei Gärten sagt man alles, was außerhalb der Stadt ist, also wirklich im freien Wald oder so weiter, das gilt als freie Natur. Dort darf man diesen Samen von nicht regionalen Pflanzen nicht aussehen. Und alles, was Stadtgebiet ist, zählt halt nicht als freie Natur. Dort darf ich also auch Samen verwenden in meinem Garten zum Beispiel, der nicht Wildblumensamen aus der eigenen Region ist. So, und jetzt ist die Frage, wenn ich jetzt so einen Nistblock mit den Kokons in meinem Kleingarten aufhänge, gilt da dasselbe wie für die Samen oder gilt das als freie Natur draußen? Und das nächste ist, wie tolerant ist die Behörde bei Ihnen, weil die Gehörnte und die rostrote Mauerbiene, das habe ich ja am Anfang gesagt, sind welche, die gehören zwar als Wildbienen unter das Naturschutzgesetz, sind aber in ganz Deutschland überall sehr zahlreich als Population noch vorhanden und sind also von den Wildbienen, die unter Schutz stehen, weil das sind alle, sind es die, die es am zahlreichsten gibt und die vor allen Dingen auch für die Bestäubung in der Landwirtschaft, also im Obstbau verwendet werden, auch in Massenanwendung. Und deswegen ist es die Frage, wie tolerant ist die Naturschutzbehörde bei Ihnen im Gebiet? Also auch hier wird es eine vernünftige Lösung geben, weil es sich halt um zwei Wildbienenarten handelt, die wirklich nicht vom Aussterben bedroht sind. Und es ist ja auch eine Sache, wo genau die Menschen sensibilisiert werden zu diesem Thema Wildbienen. Und das deswegen als Anreiz ist, also ich denke, auch hier gibt es eine vernünftige Lösung jetzt auch für 2021. Ich wollte das Thema hier bloß in der Runde mal erwähnen, dass es da Diskussionen geben kann. Und ich werde dann auch in dem Projektblog entsprechend das Ergebnis dort mit vermerken. Also diese Mauerbienenaktion habe ich ja hier den Link in der Präsentation gehabt. Und dort habe ich auch den gesamten Projektablauf im unteren Teil mit dokumentiert, kann man nachlesen. Und dort kommt natürlich auch hin, wie das in 2021 mit dem Aussetzen wird und wie da die Einigung aussieht. Wenn es keine Fragen mehr gibt, dann bedanke ich mich bei allen, die heute live dabei gewesen sind. Hoffe, ihr habt was mitgenommen, auch Anregungen für euch selbst, für Bekannte, die einen Garten haben, eventuell auch für welche, die bisher so ein Honigbienenvolk nur zur Bestäubung hinsetzen wollten, dass es halt durchaus eine Alternative ist. Und dann wünsche ich einen schönen Abend und noch viel Spaß beim restlichen Bienen und im Greimug.